Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, und schön, dass Sie sich hier zu uns geklickt haben, zur Abteilung für psychosomatische Medizin und Schmerztherapie im Asklepios Westklinikum Hamburg. Wir möchten Sie hier heute an dieser Stelle umfassend über ein ganz spannendes und für viele aber natürlich auch sehr negatives Thema informieren, nämlich über das Thema Schmerz. Und zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich äußerst fachkundigen Besuch an meiner Seite. Herzlich willkommen, Lars Lauck. Sie sind Oberarzt in der Abteilung für psychosomatische Medizin und Schmerztherapie hier im Asklepios Westklinikum Hamburg. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Herr Lauck, wir alle, ich denke ausnahmslos, haben schon mal in stärkerer oder nicht so starker Form einen Schmerz erfahren. Wir alle kennen also dieses Gefühl. Mhm. Aber was ist Schmerz denn eigentlich überhaupt genau? Wie Sie gerade sagten, jeder kennt Schmerz. Es ist etwas Subjektives, nicht zu Messendes, was man auch im Laufe seines Lebens auch benötigt, um gewisse Reifungsprozesse zu machen. Und uns auch häufig schützt, zum Beispiel vor weiteren Verletzungen. Also daher ist es etwas Notwendiges im menschlichen Dasein, aber eben auch etwas sehr Quälendes. Mhm. Sie haben eben Reifungsprozesse gesagt. Das heißt, es gibt auch so einen ganz gewissen positiven Effekt, nämlich dass man was lernt durch den Schmerz, oder? Ja, also das Beispiel sozusagen, ein Kind lernt häufig, dass wenn es hinfällt, dass es wehtun kann am Knie und passt das nächste Mal dann etwas besser auf oder fasst einfach nicht auf die Herdplatte. Das sind sicherlich Faktoren, wo man sagen kann, das muss gelernt werden und da ist der Schmerz sicherlich etwas da, um einfach den Körper und die Seele auch zu schützen vor schlechten Reizen. Und ansonsten, wenn man dann die ersten kindlichen Schmerzen hoffentlich daraus gelernt hat, dann kommt der Schmerz ja aber auch im Erwachsenenalter natürlich immer mal wieder. Das hat dann eine warnende Funktion oder wie kann man das charakterisieren? Ja, bei der Einteilung der Schmerzen, wenn wir das sagen, ist ein akuter Schmerz, dann hat es eine Warnfunktion. Also so kann zum Beispiel ein Schmerz in der linken Brustkorbhälfte signalisieren, dass was mit dem Herzen nicht in Ordnung ist und dann sollte man sich natürlich schleunigst in eine ärztliche Behandlung begeben. Das ist sozusagen eine Warnfunktion. Mhm. Dagegenüber abzugrenzen ist der chronische Schmerz. Da ist diese Warnfunktion einfach leider verloren gegangen. Mhm. Gibt es eigentlich auch Menschen, die überhaupt keinen Schmerz verspüren, wie der sprichwörtliche Indianer? Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Nun habe ich noch nie mit einem Indianer gesprochen. Ich glaube aber eigentlich nicht, dass ein Indianer keinen Schmerz lernt. Es gibt einfach Kulturen, in denen Menschen auch antrainiert werden, keine Schmerzäußerung von sich zu geben. Mhm. Und das war sicherlich in dieser Kultur oder auch im japanischen, in der Samurai-Kultur üblich, dass der Schmerz dort nicht wahr und genommen wird, beziehungsweise nicht geäußert wird. Mhm. Und in anderen Kulturen ist es ganz anders. Da ist Schmerz auch da, um etwas nach außen zu signalisieren. Es gibt doch aber wahrscheinlich dennoch Menschen, die im Schmerz anders empfinden als der Mitmensch nebenan, oder? Also so in puncto Schmerzempfindlichkeit, man sagt dann ja, du Mimose zum Beispiel. Das ist doch aber bewiesen, oder? Also was bewiesen ist, dass es Schmerzunterschiede gibt. Das ist etwas Subjektives und zum Beispiel kann man sagen, dass Frauen Schmerzen intensiver wahrnehmen als Männer. Aber sich natürlich nicht so doll beschweren wie die Männer. Nein, auf gar keinen Fall. Kann ich dann eigentlich selber beeinflussen, wie ich meinen Schmerz empfinde? Kann man das irgendwie wegdrücken? Gibt es da auch so eine gewisse Schutzfunktion des Körpers oder sagt er einem schon relativ genau Bescheid, wenn irgendwas falsch läuft? Nun, es fällt vielen Menschen schwer, sage ich mal, diesen Körperschmerz dann auch gleich richtig zu identifizieren und dann die richtige Konsequenz daraus zu ziehen. Mhm. Aber es ist sicherlich so, dass man auch, wenn man chronische Schmerzen hat, durchaus wieder lernen kann, mit dem Schmerz auch anders umzugehen. Und dann gibt es bestimmte Techniken, dass ich mich auch ablenke von dem Schmerz. Mhm. Wie differenzieren Sie als Ärzte denn zwischen, wir haben es eben schon teilweise angesprochen, chronischen Schmerzen auf der einen Seite und diesen starken, plötzlich auftretenden Schmerzen? Da muss man ja mit Sicherheit unterscheiden. Auf jeden Fall. Also der akute Schmerz, das ist dieser, was Sie sagten, plötzliche Schmerz, der hat diese Warnfunktion. Der soll den Körper und die Seele sozusagen wirklich schützen. Siehe diese Herdplatte als Beispiel. Mhm. Bei einem chronischen Schmerz ist diese Funktion einfach leider verloren gegangen. Man sagt so, wenn ein Schmerz so 4 Monate ungefähr anhält, dann geht es in die Chronifizierung über. Mhm. Und dann verändert sich tatsächlich im Bereich der Schmerzwahrnehmung und unserem gesamten zentralen Nervensystem bestimmte Bahnen und begünstigen die Entstehung und die Aufrechterhaltung des chronischen Schmerzes. Mhm. Wie verbreitet sind Schmerzerkrankungen eigentlich in Deutschland? Wie viele Menschen leiden dann ja wirklich darunter? Also den akuten Schmerzen kann man sicherlich so nicht sehen, weil, wie Sie schon sagten, das ist ja nur etwas, was immer mal auftreten kann.
Bei einem chronischen Schmerz kann man schon sagen, ca. 10%, also knapp 8 Millionen Bundesbürger haben chronische Schmerzen. Also es ist schon eine richtige Volkskrankheit, der chronische Schmerz. Können wir mal ein bisschen auf die körperliche, anatomische Ebene gehen? Mich würde mal interessieren, wie Schmerz wirklich in unserem Körper entsteht. Es gibt da ja Nerven und Schmerzrezeptoren. Für den Laien einmal erklärt, wie der Körper das macht. Also wenn ich mir sozusagen jetzt meinen Fuß umdrehen würde oder mir jemand drauftreten würde, dann würden bestimmte Rezeptoren im Gewebe, also in der Haut, bestimmte Botenstoffe freisetzen, die Nerven wiederum erreichen und einen elektrischen Impuls einfach starten. Das muss man sich dann wie eine Leitung vorstellen, dass vom Fuß auf dann ein elektrischer Impuls zum Rückenmark hochläuft, also wie ein Kabel im Prinzip. Und dort auf der Rückenmarksebene wird es auf eine umgeschaltet, auf eine zweite Bahn. Und die läuft dann direkt in unser Gehirn nach oben. Und da gibt es eine zentrale Stelle, das ist der Thalamus, so nennt sich das vom Gehirn. Und von dort aus wird eine weitere Aufteilung sozusagen stattfinden. Es wird dann bewertet, wo ist der Schmerz, kenne ich den Schmerz, was für Gefühle habe ich mit dem Schmerz. Beim akuten Schmerzgeschehen muss man sagen, es ist sofort so, dass ich meinen Fuß dann vielleicht zurückziehe. Klar. Beim chronischen Schmerzgeschehen ist es dann schon etwas anderes. Da kommt es dazu, dass das Gehirn manchmal eine Fähigkeit verliert, nämlich wieder, sage ich mal, auf Rückenmarksebene auch eine Beruhigung zu setzen. Wie ist es denn, wenn man Schmerzen verspürt in inneren Organen? Das gibt es ja durchaus, und zwar nicht zu knapp. Wie funktioniert das? Das ist im Prinzip relativ ähnlich, dass es dort durch Veränderungen zum Beispiel an Gefäßen bestimmte Nervenbahnen reagieren. Es wird dann nochmal anders umgeschaltet, nämlich auf sogenannte Dermatome, und kann dann wiederum vom Gehirn, das ist sozusagen die zentrale Stelle in der Schmerzverarbeitung, dann eingeordnet werden und entsprechend gehandelt werden. Gehirn ist jetzt ein ganz gutes Stichwort, weil ich Sie mal zum Schmerzgedächtnis befragen wollte. Das ist so ein Begriff, der einem ja immer mal wieder über den Weg läuft. Man merkt sich Schmerzen also, kann man das so pauschal sagen? Ja, das kann man so sagen. Also der Mensch lernt tatsächlich Schmerzen, und vor allem behält er die Schmerzen im Prinzip auch auf gewissem Gedächtnisspulen. Und man hat doch nachweisen können, dass es sogar so ist, dass später im Laufe des Lebens bei Menschen, die schwere Gewalterfahrung zum Beispiel erfahren haben, dass die im Laufe des Lebens durch eine Bagatellgeschichte, sei es ein kleiner Unfall oder irgendetwas Ähnliches, plötzlich mit diesen alten Schmerzen wieder in Berührung kommen. Also da werden alte Gedächtnisinhalte, sage ich mal, zum Thema Schmerz einfach richtig aktualisiert. Können Sie da in irgendeiner Weise eine Therapie anbieten? Ja, dafür gibt es auch spezielle Therapien auch in unserer Abteilung. Es ist natürlich nicht so, dass wir, sage ich mal, die traumatischen Inhalte der Vergangenheit wegmachen können. Was wir machen können, ist, dass man guckt, kann ich damit anders umgehen, oder kann ich eben auch vermeiden, in bestimmte Situationen wieder hineinzukommen, dass diese alten Gedächtnisspuren sozusagen aktiviert werden. Und das versuchen wir mit unseren Patienten im Rahmen unserer Arbeit auch hinzubekommen. Was können Sie uns sagen zum Stichwort Phantomschmerz? Das gibt es ja auch. Der Phantomschmerz tritt ja dann auf, wenn eine Extremität, zum Beispiel der Arm oder die Hand, sozusagen verloren gegangen ist. Und nach einiger Zeit der Patient einen Schmerz empfindet, so als ob die Hand, als ob der Arm noch da wäre. Das ist im Prinzip eine Fehlsteuerung im zentralen Nervensystem dann wieder. Und das ist sicherlich nicht vordergründig dann Aufgabe der Psychotherapie. Das ist sicherlich etwas, wo wir dann damit gucken im Rahmen unserer Arbeit, wie geht damit jemand um, dass er zum Beispiel ein Körperteil verloren hat. Aber da würde man sicherlich pharmakologisch dann einfach auch behandeln. Wir haben eben schon teilweise die chronischen Schmerzen angesprochen, nicht nur wie verbreitet sie sind, sondern ja auch, glaube ich, wie unheimlich belastend das für Betroffene ist. Wenn man permanent unter Schmerz leidet, ich zum Glück nicht, ich möchte es aber auch gar nicht, weil das muss unfassbar sein. Wie können Sie solche Menschen behandeln, und welche Rolle spielt dabei auch die Behandlung der Seele, der Psyche, denn das zermürbt einen ja mit Sicherheit. Auf jeden Fall. Das, was ich vorhin sagte, Schmerz ist erstmal ein Gefühl. Ein körperbezogenes Gefühl, oder man assoziiert es mit einem Körper. Aber es ist ein Gefühl, und man hat eben doch in verschiedenen Arbeiten schon feststellen können, dass Menschen, die chronische Schmerzen haben, ein hohes Risiko haben, Ängste oder auch Depressionen zu erleiden, und dass die sich wiederum auch negativ auf die Schmerzwahrnehmung dann auswirken. Das heißt, wir müssen eben gucken, dass wir erstmal sehen, hat ein Mensch seelische Symptome entwickelt im Rahmen der chronischen Schmerzerkrankungen, liegen auch vielleicht zum Beispiel familiäre Probleme vor oder auch Probleme am Arbeitsplatz, und müssen uns sozusagen ganzheitlich dann diesem chronischen Schmerz einfach auch nähern,
und dann sehen, ob das man entsprechend mit den Symptomen dann auch umgeht. Das heißt, Sie können hier im Westklinikum wirklich auf beiden Seiten ansetzen, obwohl man es ja eigentlich auch nicht trennen soll. Nein. Auf körperlicher Ebene und auf seelischer Ebene wird den schmerzgeplagten Patienten dann gleichermaßen geholfen. Das ist richtig. Man muss sagen, aus neurobiologischer Sicht, also wenn man jetzt so genau guckt, wo ist der Schmerz eigentlich, kann man gar nicht mehr unterscheiden, ob es ein körperlicher oder ein seelischer Schmerz ist. Und wir müssen bei einem chronischen Schmerz immer alle Ebenen sozusagen angucken. Also das sogenannte biopsychosoziale Konzept kommt da zum Tragen, also Körper, Seele und das soziale Umfeld. Wie sieht denn eine optimale Schmerztherapie aus? So wie Sie eben gesagt haben, dass ganzheitlich der Körper einfach angeschaut wird und behandelt wird? Optimal bedeutet eben auch erstmal individuell. Das muss man dazu eben auch sagen. Das heißt, ich muss mir eben mit jedem Menschen auch viel Zeit nehmen, erstmal zu sehen, wie ist die Geschichte, wie ist die Krankengeschichte, was für Voruntersuchungen sind gelaufen. Und dann muss ich eben überlegen, geht es hier um Medikamente, geht es um Psychotherapie, geht es um Körperverfahren, geht es um Entspannungsverfahren, muss ich eben auf das berufliche Umfeld gucken oder auf das familiäre. Also das ist wichtig, immer sozusagen auch den individuellen Blick dann auch nochmal zu behalten. Herr Laug, ich würde Ihnen gerne am Schluss noch ein paar Tipps an unsere Zuschauer entlocken. Wer kann sich genau an Sie wenden? Also mit welchen Schmerzproblemen kann man zu Ihnen kommen und wo dann am besten hin? Also Menschen im Prinzip, die im Rahmen einer chronischen Schmerzerkrankung einfach merken, dass seelische Symptome hinzugetreten sind und bei denen, sage ich mal, nicht rein die medikamentöse Arbeit im Vordergrund stehen. Diese Menschen können sich an uns wenden, also dann gerade auch wenn Ängste und Depressionen aufgetreten sind oder hinzugekommen sind oder einfach Probleme mit der Erkrankung auch umgehen zu können. Das darf man nicht ganz vergessen. Ein Mensch, der vielleicht vorher sehr erfolgreich war beruflich und jetzt merkt, er kann etwas nicht mehr leisten, dem fällt es auch sehr schwer, die Erkrankung anzunehmen. Also all diese Menschen können sich an uns wenden. Wir haben die Möglichkeit, sozusagen die Patienten die Möglichkeit, über eine Hotline sich an uns zu wenden oder per E-Mail. Die Hotline ist 24 Stunden besetzt und steht auf der Internetseite. Der Schmerz kommt ja auch, wann er will. Ne? Insofern 24-Stunden-Hotline ist ganz gut. Vielen Dank, Herr Laug, dass Sie heute mein Gast waren. Dankeschön. Liebe Zuschauer, Ihnen auch vielen Dank fürs Anklicken, vielen Dank für Ihr Interesse. Sie haben es eben gehört, wenn Sie noch Fragen haben oder eine Ansprechstation suchen, hier ist der richtige Weg für Sie. Die Kontaktdaten sind alle auf der Internetseite zu finden. Ich bedanke mich und sage Tschüss und auf Wiedersehen.